Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, warum dieses Thumbnail ohne eine Box? Weil das Ganze in einem Umschlag angekommen ist, der einfach von allen Seiten mit irgendwelchen Informationen zugekleistert war. Und da habe ich mir gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht so. Genau, deswegen. Also ich habe heute die Colourpop The Secret Stash Box, heißt das, glaube ich, oder? Nee, The Secret Shade Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, oder für euch, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist auch ein bisschen wild gewesen, ne? Also, dass die halt wirklich aus Amerika, ist es ja im Prinzip gewesen, mir die Produkte in einem Luftpolsterumschlag zukommen lassen haben. Das habe ich bislang noch nicht so erlebt. Ich habe es leider schon bei manchen so gehört und ich fand es ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, wie das Ganze hier so abgelaufen ist. Das interessiert nämlich super viele, denn als ich das bei Instagram und auch hier gepostet hatte, dass es diese Box gibt, habe ich so viele Nachrichten bekommen, dass ihr euch quasi davor scheut, dort zu bestellen, weil man hört immer so, oh mein Gott, das ist alles so kompliziert. Nee, im Prinzip nicht. Also um zu erfahren, welche Kosten dann quasi auf euch zukommen. Es ist relativ simpel. Ihr nehmt das, was in eurem Warenkorb ist, an Wert. Das ist dann ja meistens in Dollar angegeben. Bei Google gibt es so einen Umrechner in Euro. Dann könnt ihr das Ganze mal 19% nehmen. Dann habt ihr schon mal das, was ihr ja an Zollgebühren, an Steuern bezahlen müsst. Das ist die Einfuhrumsatzsteuer. Und hinzu kommen dann noch 6 Euro Bearbeitungsgebühr von DHL, denn das finde ich sehr sympathisch, dass Colourpop mit DHL versendet. Und genau, das muss man dann an den Briefträger bezahlen. Bei mir war es so, dass ich 18,20 Euro bezahlt habe, weil ich mir noch ein paar andere Produkte dazu bestellt habe. Und auf die anderen Produkte, die ich bestellt habe, galt auch der Code Angeshka oder Angeshka10, das weiß ich nicht, oder Angelika10. Ich schreibe es euch mal in die Infobox rein. Das ist nämlich von Angelika Nyquist der Colourpop-Code. Sie kriegt dadurch Provision. Ich finde sie einfach als YouTuberin großartig, schaue sie unheimlich gerne. Eben lief auch noch ein Video von ihr, wo sie halt so Neuheiten vorgestellt hat. Und genau, da bekommt man halt, ich glaube, 12% Rabatt, was ich auch ganz nice fand. Und ja, so, dann schauen wir erstmal, würde ich sagen, was ich mir so bestellt habe. Das werdet ihr dann auch demnächst mal im Einsatz sehen. Vielleicht sogar mal wieder in einem Fullface Colourpop. Das fände ich auf jeden Fall mal sehr, sehr aufregend. Da habe ich mir jetzt bestellt einen Bronze Sticks. Genau, das ist nämlich so ein Laguna Beach Contour Stick und den fand ich schon relativ lange sehr ansprechend, aber bislang hatte ich halt noch nicht das Problem gehabt, dass ich im Warenkorb noch was dazu packen musste, um diesen Versandkosten freigedönsen zu kriegen, weil meistens die Boxen halt auch schon relativ teuer waren oder ich andere Boxen, also quasi mehrere Boxen bestellt hatte. Ja, in dem Fall war das jetzt so mit den 30 Dollar, dass ich glaube ich auf 60 kommen musste und ich habe insgesamt 65 dann ja bezahlt, ne? Genau, ja, das kommt hier natürlich leider ein bisschen raus, das ist schade. Und will auch nicht wieder zurück. Doch, ich wollte schon sagen, genau. Doch, das macht ja ganz gut. Den kann ich hier mal swatchen. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, ein Contour-Stick, den man sich mal angucken kann, würde ich mal so sagen. Ne? Die sind nämlich preistechnisch immer so ein bisschen, ich würde sagen, wie nix unterwegs. Ne? Oder damals wie BH Cosmetics habe ich das immer so gesehen. Ja. Definitiv. Also das sieht schon ganz gut aus und ich meine, dass der auch immer recht gut in Empfehlungen war. Aber ja, der Transportweg ist immer so eine Sache für die armen Produkte. Das tut mir auch leid. Dann habe ich mir auch noch den Highlighter Stow The Show geholt. Den fand ich so aufregend. Super Shock Highlighter. Und ja, also pearlized. Mhm. Ich hoffe, dass er jetzt nicht irgendwie super glitzy flitzy unterwegs ist. Der ist schon intens, ne? Oh, der hat gelitten. Oh, der hat gelitten. Guckt euch das mal an. Eieieiei. Ja, es war wohl eine wilde Reise hier nach Deutschland. Ja, die sind halt auch sehr, wie soll ich das sagen, die sind so cremig. Ne? Das ist so ein Zwischending zwischen cremig und pudrig. Das ist total aufregend. Und der ist krass. Also wenn ich das hier so auf dem Finger sehe, da geht die Party auf jeden Fall schon mal ab. Das sieht so aus. Und den swatche ich. Oh ja, oh. Ich meine, das ist, mittlerweile haben wir ja eigentlich mehr so diese subtilen Geschichten, ne? Wobei es geht. Also ich glaube, auf meiner Haut funktioniert der wirklich sehr gut, weil ihr seht es ja auch, man sieht sogar meine Adern durch an der Hand, ne? Ich bin sehr, 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 sehr blass. Hallo, Fokus, der springt hier die ganze Zeit im Bild rum, ne? Ist auch verrückt. Ja, doch, doch, doch. Also man sieht schon, wenn man nah rangeht, ein paar gröbere Schimmerpigmente, die auch so ein bisschen ins Bläuliche gehen, was bei meinem neutralen, kühlen Hautunterton super ist. Also damit komme ich ja richtig gut zurecht. Ja, die Umverpackung ist wunderschön, aber die brauche ich nicht. Ich fände es ja geil, wenn die solche Sternchen auch auf die Verpackung so drauf machen würden, ne?
Wäre ich voll mit bei. Dann habe ich mir einen Concealer bestellt, Pretty Fresh. Davon habe ich, glaube ich, auch die Foundation, wenn ich richtig gerade unterwegs bin. Hyaluronic Creamy Concealer. 6,5 Gramm ist auch echt eine große Menge, würde ich mal so sagen. Fair 07C. Ich hoffe, dass die Farbnuance passt, denn gerade wenn du im Ausland bestellst, ist das mit der Rückgabe halt immer so eine Sache für sich. Ne? Das ist eher weniger möglich. Da verlässt man sich dann auf die Leute, die man im Internet sieht. Der sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Ich denke auch, dass er verschiedenste Klimaregionen schon durchlaufen hat. Also wir haben hier wirklich so einen Farbverlauf drin. Ja, den muss ich dann einmal so richtig schön durchmixen, denke ich mal. Und bin jetzt aber mal gespannt, wie der so... Oh, guck mal, ein kleines Füßchen. Boah, der riecht recht... Also, ja, krass nach Concealer halt, ne? Ja, extra auch eine kühle Farbe bestellt und sehr, sehr hell, wie man offensichtlich sehen kann. Nö, das ist ja halt so eine Sache bei mir immer. Und der hat aber auch was leicht, ganz leicht Rosanes mit dabei, was halt für mich super ist, ne? Ja, der deckt auch gut ab. Hat jetzt schon so eine Medium Coverage. Man sieht noch die Äderchen durchscheinen, ne? Aber halt nicht irgendwie so mega krass. Also das geht vollkommen klar. Interessant. Interessant. Mal gucken, ob er unter meinen Augen auch gut funktioniert, ne? Und dann habe ich mir noch den Pretty Fresh Hydrating Hyaluronic Primer bestellt mit 30 ml. Ich glaube, der war sogar relativ neu. Weil ansonsten hatten die immer nur so recht mattierende Geschichten und so, was ja gar nicht so mein Cup of Tea ist. Genau, und hier haben wir dann einmal den Primer einfach in so einer Plastikverpackung mit einem Pumper am Start. Ne? Kann man machen, werde ich dann im Schminki ausprobieren. Genau, und das war dann quasi meine Bestellung, die ich gemacht habe. Und jetzt sind wir doch alle mal gespannt, was wir hier in dieser Mystery Box finden. Beziehungsweise, ich muss das ja schon auseinanderfriemeln, denn leider, schon als ich den Umschlag geöffnet habe, habe ich gesehen, dass viele Verpackungen eingedutscht waren und auch ein paar Krümeleien zu finden waren. Ich habe $30 dafür bezahlt. Online stand, dass wir einen Warenwert von $72 haben werden und dass 5 Paletten drin enthalten sind. Da stand auch drin, wie viel Pfändchen dann quasi pro Palette drin sind. Also es geht halt ab Quattro los. Und ja, da sind wir halt auch schon so ein bisschen bei dem Übeltäter hier. Free to be, der Pressed oder die Pressed Powder Palette, die haben wir hier. Und ich blende euch auch die Preise ein, die quasi die Ursprungspreise sind, die ich so online finden kann, ne? Sodass wir auch schauen, was das dann wirklich an Warenwert ist. Wenn ich das so öffne, dann seht ihr schon, was hier Phase ist, ne? Ja, und so sah das halt auch so in der Luftpolsterfolie aus. Da ist halt einer gebrochen. Das sind hier komplette matte Shadows. Ich hätte die sonst verlost. Und so wie sie jetzt ist, ist es halt super schwer, die noch weiter zu versenden, weil, also für mich ist es so, es ist schön, dass es mit drin ist. Das kann man super zum Beispiel mit dem Highlighter in Kombination verwenden, um sich daraus eine Schimmerpalette oder Schimmertöne auch zu basteln. Ne? Für mich persönlich ist es halt zu öde, weil ich mir denke, okay, ein Quattro mit 4 neutralen Farben, yay, habe ich ja nicht schon in 20 anderen Paletten oder mehr. Genau, und wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ich gebe das halt irgendwie in einem Trash-Paket weiter oder so, bin ich mir sehr sicher, dass die noch weiter auseinanderbrechen wird. Also das finde ich so schade. Ich selber habe da eigentlich keine Verwendung für. Vielleicht Familien und Freunde, aber die haben eigentlich schon alle, ne? Also die kriegen ja auch immer ganz gut Futter von mir. Nun, dann gehen wir mal weiter zu der Highlight-Palette, würde ich mal so sagen. Und da bin ich ganz froh, dass die eigentlich ganz gut den Transportweg überstanden hat. Und die möchte ich definitiv behalten. Das ist die Limoncello. Da habe ich schon sehr viele von schwärmen hören. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch bei Colourpop zu kaufen gibt. Das weiß ich nicht. Kann sein, muss nicht. Ne? Ich bin ja nicht so unbedingt die Citrus-Lady. Also ich mag nicht so gerne zitrische Düfte oder so. Bin ja eigentlich generell... Wobei, ich habe heute mal was Gelbes an. Ne? Ist auch mal fancy. Auf jeden Fall... Ja, hätte ich mir die wahrscheinlich auch so gar nicht gekauft, freue mich aber tatsächlich, dass sie hier mit drin ist, weil ich schon so viel Positives dazu gehört habe. Und das ist halt so eine richtige Sommerpalette. Also von außen schreit sie richtig Sommer. Und auch von innen, wow, sieht die echt hübsch aus. Also wir haben hier nicht nur eine gelbe Palette, sondern wir haben hier natürlich als Hauptakteur des Ganzen, den matten gelben Ton und diesen schimmernden Gelbton und dann richtig viele neutrale Töne mit dabei, ein mattes Blau und ein schimmerndes Grün und mich persönlich spricht die Palette schon an. Muss ich wirklich sagen, ich mag so gerne einfach auch im Sommer diese gelben Looks und da kann ich mir halt exakt diese
drei Töne so gut vorstellen. Und das Ganze kann man vielleicht noch abdunkeln, wenn man möchte, mit so einem Ton, ne, dass es halt außen ein bisschen dunkler wird oder so. Oder mit dem Blau, damit es auch ganz fancy. Und dann hast du ja quasi dadurch, dass du Gelb und, oder ist ja ein leichtes Orange-Gelb, aber wenn du halt dieses Gelb und das Blau mischt, ergibt sich ja auch quasi ein Grün auf dem Auge. Also das ist schon eine schöne Palette. Doch, also auch wenn man sich die so anguckt, da vermisse ich jetzt auch keinen matten Grünton, weil wie gesagt, die beiden kannst du mischen. 1A, dann hast du halt dein Grün, ne? Und ja, vielleicht ein paar weniger von diesen neutralen Tönen, dafür vielleicht sowohl ein Gelb als auch ein Orange in der Palette, aber das ist jetzt wirklich jammern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau, weil an und für sich ist die Palette wunderschön und das ist für mich halt auch wirklich so diese Geschichte, dass ich sage, Mensch, Leute, die dürfte jetzt noch verfügbar sein, die Box. Ich weiß nicht, ob alle die gleichen Paletten drin haben, da könnte man ja gegebenenfalls mal spicken gehen, zum Beispiel bei englischsprachigen YouTubern, ne? Genau, aber schon eine Empfehlung, definitiv. Und das hier ist ja auch eine Palette, die einen Wert von, keine Ahnung, 15 Euro oder so hat. Oder was kosten solche? Nee, 20 ja fast schon, ne? Dollar, nicht Pfund, was rede ich hier? Okay, genau, dann habe ich hier noch drei weitere und die sind alle aus der gleichen Reihe hier. Es sind alles sehr neutrale Paletten, glaube ich, ne? Das ist einmal Poem, das ist diese hier. Übrigens habe ich ein Buch rausgebracht, Vergangene Verse, im Pelletier Verlag. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich mal einen Link dazu reingesetzt. Das ist jetzt dieses Jahr ganz neu erschienen, beziehungsweise Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, zusammen mit meinem 5-Minuten-Tagebuch. Ja, meine Gedanken, genau. Schaut gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Werbung, Werbung, ihr wisst Bescheid. Aber ich bin da ein bisschen glücklich drüber, dass ich das Buch tatsächlich ja, herausgebracht habe, denn das ist von meinem 16- bis 18-jährigen Ich geschrieben worden und ich habe halt alle Gedichte wiedergefunden und habe gesagt, Mensch, Danny, wollen wir nicht ein Buch dazu machen? Und dann habe ich damit quasi mein Buch Nummer 3, was ich im Pelletier Verlag herausgebracht habe, erstellt. Richtig geil. Okay, also, wow, die Poem-Palette ist eine sehr kühle Palette, die einfach den Namen von Sarah Isabel ruft, was ich großartig finde. Also wunderschön. Ein bisschen Krümelei ist am Start, aber ich finde, dass sie perfekte Töne drin hat. Also der hier als hellen Schimmerton für den Innenwinkel zum Beispiel oder zum Aufhellen generell. Den etwas dunkleren rosé-goldenen Ton, den ich wunderschön finde. Und dazu noch diese drei matten Töne, die halt den Look wirklich sehr, sehr schön abrunden können. Und ich glaube, damit hat man wirklich eine schöne, schöne Palette, denn die Qualität ist tatsächlich auch echt gut und ich denke auch, dass ich die behalten werde, weil so viele Cool-Toned-Paletten habe ich gar nicht, obwohl jetzt aktuell super viele gedroppt werden. Also das ist der Wahnsinn, was in letzter Zeit rausgekommen ist, aber die finde ich tatsächlich auch sehr schön. Dann habe ich hier die Couplet-Palette und überall haben wir halt diese Schmetterlinge drauf, das ist schon süß, ne? Ja, und ja, das ist halt eine warme Nude-Palette, genau, so schaut die aus. Oder ist das eine neutrale? Doch, das ist eher eine neutrale, ne? Also eine neutrale Nude-Palette. Auch hier hast du eigentlich alles, was du brauchst. Einen hellen Schimmerton, dunklen Schimmerton und drei matte Töne. Und ich glaube, damit kann man wirklich super tolle Looks schminken. Und ich finde sie auch eigentlich schön, aber ich kann noch nicht alle davon behalten, ne? Bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber ich finde die eigentlich echt schön gemacht. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es die bei Colourpop gibt. Denn ich gucke da ja öfters mal offensichtlich, denn dadurch habe ich auch die Box gefunden. Ne? Naja, und dann habe ich hier noch die Harmony-Palette. Ich glaube, das ist eine eher wärmere Geschichte. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Ja, genau. Das ist dann nämlich die warme Variante. Also haben wir quasi drei Nude-Paletten. Eine in kühl, eine in neutral und eine in warm. Und das ist, wie gesagt, dann die warme Variante. Und auch da zwei Schimmertöne, drei matte Töne und auch da perfekt aufeinander abgestimmt. Also das ist wirklich so, wenn du die im Alltag verwendest, dann weißt du, wenn du dazu greifst, dass jeder Look im Prinzip gelingen wird, weil auch die Qualität sehr gut ist. Bei mir ist jetzt hier dieser Ton etwas flaky geworden, sodass da ein paar Flakes halt flöten gehen wollen und so, ne? Das finde ich wirklich schade dieses Mal bei meiner Colourpop-Bestellung, dass es halt so blöd verpackt angekommen ist. Also gerade bei dieser Mystery-Box, wo es ja um 5 Lidschattenpaletten geht, habe ich mir gedacht, komm Leute, das kann doch nicht wahr sein. Andere Geschichten haben die wirklich in sehr stabilen Kartons mit so viel Popfolie und so reingemacht, ne? Also das
Gut, die waren alle einzeln auch in Popfolie eingepackt, aber das hat ja nicht geholfen. Wenn die von den USA hier hinkommen, haben die sehr viel zu tun, ne? Naja, ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr auch bestellt haben solltet, was bei euch so drin war, dass man halt einfach im Schwarmwissen einmal nachschauen kann, ne? Dass wenn jemand nochmal sich die Box holen möchte, dass man sieht, ob ihr das gleiche drin habt wie ich oder ob der Inhalt quasi unterschiedlich sein kann. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.